Ich freue mich ganz besonders, auch hier am Benediktushof zu sein, wo mit den Mitteln der Meditation, der Kontemplation und anderen geeigneten Wegen an genau unserem Thema heute gearbeitet wird. Aus der Zwanghaftigkeit des ständigen Denkens herauszukommen und zu denken, wenn man denken will, und es zu lassen, wenn man der Stille den Vorzug gibt. Als ich sehr viel jünger war, also so um die 25, haben mir gute Freunde gesagt, Meditation täte dir gut, musst du mal probieren. Und ich habe es probiert und habe gefunden, das ist zu blöd, in der Zeit könnte ich genauso gut was Nützliches machen. Und das blieb mehr oder weniger so, bis ich 1978 auf ein Buch von Pierre d'Arlon stieß, einem Franzosen, der von Zigeunern eingeweiht worden war in die dortigen Überlieferungen. Und der hatte eine Meditation, die er kurz vorstellte auf 30 Seiten in dem ersten seiner Bücher. Da ging es darum, farbige Formen übereinander zu schielen. Eine rote und eine blaue und das Ganze dreimal. Und ich kannte das irgendwoher. Mir kam es vor, als wäre mir das vertraut. Ich habe mir sofort im Papierladen farbige Farbkarton gekauft und das ausprobiert und ich kam nicht mehr weg davon. Das war bei Weitem das Nützlichste, was ich jemals getan habe, glaube ich. Durch diese Schielerei rückt die Wahrnehmung in den Vordergrund. Ja, das rechte Auge sieht was Blaues, das linke Auge sieht was Rotes und im Gehirn streiten sich dann die Gehirnhälften, ist es jetzt blau oder ist es rot? Und ich kam nicht mehr weg. Es hatte eindeutig Suchtpotenzial. Ich habe jede freie Minute vor diesen Tafeln gesessen und zunächst mal meine Wahrnehmung studiert und studiert und studiert. Und je ruhiger die Wahrnehmung, je klarer die Wahrnehmung wurde, desto klarer wurde auch, dass der Geist dahinter sehr unklar und sehr unruhig war. Nur mit zunehmender Beruhigung der Wahrnehmung wurde auch der Geist ruhiger. Und ich habe 81 ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Kleines Handbuch für Glasperlenspieler. Das war eine Liebeserklärung an diese Meditationstechnik. Und danach habe ich mir bis 1994 Zeit gelassen, ein Handbuch darüber zu schreiben. Und habe in der Zeit, ich weiß nicht, tausenden Menschen das Schielen beigebracht. Sehr zu ihrem, Vorteil. Und Seminare gegeben über diese spezielle Art der Wahrnehmung. Aber Mitte der 80er Jahre habe ich beschlossen, ich möchte gerne aus dem therapeutischen Kontext raus und in den Wirtschaftskontext. Und der Wirtschaftskontext ist völlig anders als der Benediktushof bisher oder als mein damaliger Hintergrund es war. Ich habe schon gemerkt, ich muss eine neue Sprache lernen, wenn ich diese spirituelle, esoterik, New Age Sprache in dem Business-Kontext verwende, dann bin ich raus. Ja, das geht nicht. Und meinem guten Freund Genro Kudela, der damals das Oberhaupt der Zen-Gemeinde in Österreich war, habe ich die Frage gestellt, sag mal Genro, wie lange braucht ein durchschnittlicher Österreicher, bis er anfängt, einen Begriff davon zu kriegen, worum es in Meditation überhaupt geht? Und er sagte, nur schätzungsweise 4 Jahre. Sag ich, genau, in meinem Kontext geht das überhaupt nicht. Ich arbeite mit Menschen, die 2 Tage erübrigen können, maximal 3. Wenn ich denen nicht innerhalb dieser 2, 3 Tage beigebracht habe, was das Wichtige daran ist, dann sind sie weg. Ich sehe sie nie wieder und das hat überhaupt keinen Sinn. 4 Jahre nimmt sich heute kaum mehr einer. Das heißt, meine Aufgabe war es zu verdichten. Aus all dem, was ich gelernt hatte, an der Uni natürlich auch, aber in London, in den Lehrjahren in Bayern,
zu verdichten auf das Wesentliche und eine Sprache dafür zu finden, die auch meine Businessleute gut verstehen. Und das war ein sehr spannender Prozess. Ich arbeite jetzt sehr gerne in diesem Kontext und für Meditation nehme ich mir einen halben Vormittag. Das muss reichen, um den Impuls zu geben und die Erfahrung, die ausreicht für den Einzelnen, um zu wissen, ist das jetzt für mich oder ist das jetzt nicht für mich? Und die Frage hat sich natürlich gestellt, woran leiden diese Menschen am meisten im Business-Kontext? Und ganz groß steht da Stress. Ich habe mal Landwirtschaft studiert, ich bin staatlich geprüfter Agronom auch. Und da tauchte das Wort Stress in meinem Leben zum ersten Mal auf. Wenn man zu viele Schweine in einen zu engen Stall sperrt, dann entsteht Stress und sie beißen sich gegenseitig die Schwänze ab. Und als ich das erste Mal ins Internet kam, irgendwann Anfang 90er, habe ich das Wort Stress eingegeben und ich glaube, ich bekam 120 Suchergebnisse, davon wahrscheinlich 70% zu tun mit Tierhaltung. Geben Sie heute Stress ein und Sie kriegen, ich weiß nicht, 120 Millionen Einträge und davon haben 90% mit Menschen zu tun. Wie entsteht Stress? Es gibt den Stress von außen und es gibt den Stress von innen. Auf den Stress von außen haben wir nicht immer sehr viel Einfluss. Wir können die Wirtschaftslage nicht verändern, wir können den Nachbarn nicht aussiedeln, wir können die Schwiegermutter nicht ändern, wir können selten an unseren Lebensumständen wirklich sehr viel machen. Und ich denke auch, der wichtigere Stress kommt von innen. Und bei genauer Beobachtung stellen wir fest, dass die meisten von uns, die allermeisten, ständig im Kopf am Schwätzen sind. Das heißt, wir führen einen ständigen Dialog, den wir für einen Teil unserer Intelligenz halten. Aber es ist nicht so, dass wir denken, es denkt. Das zeigt sich sehr leicht am Abend, wenn wir ein Problem aus dem Büro nach Hause mitgenommen haben und wir denken darüber. Um 11 Uhr abends kommen wir zu der Einsicht, dass ein 45. Mal das zu überdenken nicht gerade den Unterschied machen wird, dass es vielleicht klüger ist, schlafen zu gehen. Aber wir können es nicht abschalten. Es denkt weiter. Und wenn wir dann um 2:30 vor Erschöpfung einschlafen, merken wir nicht, dass es immer noch denkt. Und ich sehe einige nicken. Wer kennt das? Wer hat das schon erlebt? Bei einem Auto ist es ganz selbstverständlich, dass wir nicht nur damit von A nach B fahren können, sondern in B angekommen, auch die Handbremse anziehen, Gang raus, Sicherheitsgurt auf, Schlüssel abziehen, aussteigen, das Ding absperren und gehen. Das gehört zur Führerscheinprüfung dazu. Aber der Gebrauch des eigenen Hirns sieht nicht vor, dass wir es auch abstellen können. Und ich finde, das gehört zu den Grundkompetenzen, die wir alle uns aneignen sollten, weil manchmal ist nicht denken einfach sehr viel praktischer als denken. Zum Beispiel um 11 Uhr nachts, wenn wir schlafen wollen. Und ich will versuchen, in diesem Vortrag verdichtet nicht nur darüber zu sprechen, sondern es Ihnen auch mitzugeben, als etwas, was Sie üben können und was Ihnen, so hoffe ich, helfen wird, zu denken, wenn Sie denken wollen, und der Stille den Vorzug zu geben, wenn es dafür Zeit ist. Dazu muss man sich mit der Wahrnehmung befassen. Wer denkt, ist in einem engen Wahrnehmungsraum, in einem Denktunnel. Mir ist es ein Anliegen, dass Sie nicht umsonst gekommen sind, nur schlaue Sachen gehört haben und nichts mitnehmen. Das finde ich falsch. Ich möchte gern, dass Sie einmal den Zusammenhang verstehen
wie es kommt, dass unser Denken so beschaffen, so zwanghaft ist, wie es ist. Und zweitens, dass sie genau wissen, was sie üben müssen, wenn sie es üben wollen, um aus dieser Zwanghaftigkeit auszusteigen. Wir sehen uns vielleicht nur dieses eine Mal, dann möchte ich aber gern, dass Sie das Wesentliche auch zu Ihrem Nutzen mitnehmen können. Ich bin ganz sicher, Sie kennen das Gefühl, das ich beschreibe als Denktunnel. Man befindet sich in einem Denktunnel. Das ist ein sehr enger Raum. Man hat vielleicht eine Aufgabe, Steuererklärung oder ich weiß nicht, irgendwas, Einkaufsliste machen. Und dann wird die Wahrnehmung ganz eng. Man sieht rundum nichts, man hört nichts, man denkt an 4 Flaschen Milch und den Schinken nicht vergessen oder was auch immer Sie auf die Liste schreiben wollen. Und die Wahrnehmung wird eng. Genauso ist es im Büro. Ja, man bekommt eine Aufgabe zugewiesen und um ihr gerecht zu werden, muss man sich in einen Tunnel begeben, in dem diese Sache wichtig ist und rundum nichts. Das lernen wir schon an der Schule. Ich bin sicher, Sie können sich erinnern an den Spruch, konzentrier dich. Konzentrier dich, tu das weg, das gehört nicht zum Unterricht. Wenn du dich nicht besser konzentrierst, wird es nichts mit deinem Abi. Ja, also Konzentration war der heilige Gral der Schule. Nicht nur der Schule, sogar des Kindergartens. Hansi sitzt da und schaut ein Loch in die Luft und ist ganz zufrieden mit seinen 4 Jahren. Sofort kommt eine bestens geschulte Kindergärtnerin und sagt, Hansi, magst du nicht mit der Katharina spielen? Die hat so ein schönes Auto. Mit anderen Worten, begib dich in einen Objektbezug. Ja, es ist immer der Objektbezug. Das heißt, vom Kindergarten an bis wann auch immer wir ins Erwachsenenleben losgelassen werden, werden wir im Objektbezug gedrillt. Konzentration, Konzentration. Und wenn einer tatsächlich mal da sitzt mit einem weichen Blick, einer weichen Wahrnehmung, und Sie haben es vielleicht erlebt, dann findet sich ein Mitmensch, der sowas sagt wie, schick mir eine Ansichtskarte aus Wolkenkuckucksheim oder baust du wieder Luftschlösser oder träum süß oder einfach schau nicht so blöd. Ja? Es wird uns klar gemacht, dass weiche Wahrnehmungsmodi nicht erwünscht sind. Und ich kann mich nur noch mit Freude erinnern an ein Interview, das ich gehört habe im Bayerischen Radio BR2. Eine Abiturientin wurde befragt, was haben Sie an der Schule am besten gelernt? Und sie antwortete, am besten habe ich gelernt, jederzeit und überall interessiert und intelligent dreinzuschauen. Ich liebe Sie für diese Antwort, ja, weil das ist der Druck, unter dem wir stehen an der Schule. Wir müssen gar nicht so intelligent sein, aber wir müssen so ausschauen. Ja? Wir müssen diesen Biss im Blick haben, der den Akademiker verrät, schon früh. Ja. Schauen wir uns mal, interessant ist noch, enge Wahrnehmungsräume, wie beim Denken, eng, das Wort kommt aus dem Lateinischen, angustia, die Enge. Vom gleichen Stamm kommt auch die Angst und die Angina pectoris. Also wir sind da in einem Wortfeld, das auch gesundheitlich und mental eine gewisse Kohärenz hat, ja, weil der Stress, der Burnout, der aus diesen engen Wahrnehmungstunneln und der Häufung derselben resultiert, ist natürlich auch eine Angustia der Herzkranzgefäße. Konzentration, das ist jetzt schwierig, wir haben diesen breiten Raum, ich werde diese Flipchart drehen, ja. Konzentration, ja, das Thema ist die Wahrnehmung. Konzentration kann man symbolisieren mit diesem Symbol hier. Ich mache da ein X hin. Oben, können Sie alle sehen? Zufällig ähnlich mit dem Zeichen für männlich. Über den Zufall kann man philosophieren, habe ich nicht vor. Es gibt
Es gibt auch eine andere volle Konzentration mit dem Pfeil nach innen, wenn man Zahnschmerzen hat oder Sorge um ein krankes Kind, dann sieht man rundum auch nichts mehr und hört nichts mehr, dann ist man wirklich vereinnahmt von dieser Sorge oder von diesem Schmerz. Und im anderen Fall, wenn die Konzentration nach außen geht, ein Kind, das einem Ball über die Straße nachläuft, ist ein wunderbares Bild für genau diesen Zustand. Alle Aufmerksamkeit ist fokussiert auf dieses eine Ding und rundum ist keine Wahrnehmung, kein Bewusstsein rundum. Und dass das gefährlich ist, wissen wir. Volle Konzentration ist, wenn man es genauer betrachtet und bedenkt, nichts anderes als eine sehr spezialisierte Form der Geistesabwesenheit. Auf allen Kanälen, bis auf dem einen Ding, auf das man konzentriert ist. Also ein relativ unnützer Zustand. Es gibt Meditationsformen, die genau damit arbeiten, aber ich kenne sie nicht. Ich bin den anderen Weg gegangen. Volle Konzentration ist insofern auch im Alltag überhaupt nicht nützlich, weil wir damit nicht einmal denken können. Zum Denken braucht man zwei Bewusstseinsinhalte, nicht einen ausschließlichen, sondern zwei, zum Beispiel der Blick auf das Wetter und der innere Blick in den mir vertrauten Inhalt meines Kleiderschranks. Da beginnt Denken. Ja, regnet es, scheint die Sonne, reicht der dünne Pullover, muss ich den Schirm auspacken. Das ist, wo Denken anfängt. Zwei Dinge werden in Bezug zueinander gesetzt. Und Denken findet statt in diesem Bezug. Komplexeres Denken hat vielleicht zwei äußere und einen inneren Gegenstand. Einmal die Radionachrichten über das Wetter, die sagen, es wird regnen. Der Blick aus dem Fenster, herrlicher Sonnenschein. Und dann mein Versuch, das Denken zu koordinieren mit einer geeigneten Kleidung, die beides berücksichtigt vielleicht. Amerikanische Wissenschaftler haben sorgfältige Tests gemacht und vermessen, wie viele Bälle der menschliche Geist denkend gleichzeitig jonglieren kann. Sie kamen auf 4. 4 Bewusstseinsinhalte können wir gleichzeitig in Bezug setzen. Ich saß heute früh wieder da draußen kurz und habe es wieder mal probiert. Ich kann nicht 5. Über längere Zeit. Ich kann zum Beispiel einer Katze zuschauen, die über die Wiese geht. Ich kann Geräusche hören, ich kann meinen Atem spüren und ich kann vielleicht noch den Sonnenschein auf der Wange spüren. Gleichzeitig. Ja, aber da muss es schon sehr ruhig sein in mir und ich muss mich da hineinfallen lassen. 5 kann ich nicht. Also 5 kann ich für kurze Zeit und dann wird es sequenziell, eins nach dem anderen. Nicht gleichzeitig. Das heißt, wir haben hier eine Gegend des Denkens, hier eine mit 2 Bewusstseinsinhalten, hier eine mit 3 Bewusstseinsinhalten und hochkomplexes Denken mit 4. 1, 2, 3, 4. Das ist die Gegend des Denkens. Volle Konzentration, Denken mit 2 Inhalten, 3, 4. Denken, Ende. Wenn Sie sich zuschauen, wie Sie normalerweise Ihr Selbstgespräch führen, es ist ein sehr einfaches Denken, das da stattfindet. Nichts Hochkompliziertes. Es stellt sich die Frage, warum ich diese Linie so lang gemacht habe. Was ist da drüben? Wenn Denken aufhört, die Schule hat uns mit der Betonung der Konzentration auf diesen Bereich getrennt. Volle Konzentration heißt in der Schule nicht volle Konzentration, kein Denken, sondern heißt, schließ alles andere aus und widme dich diesem Gegenstand denkend. Das heißt, die 2, die 3, die 4. Jenseits davon
ist etwas ganz anderes. Und statt darüber zu sprechen, möchte ich Sie dahin begleiten, dass Sie es einfach mal erleben. Vielleicht überprüfen Sie nochmal, dass Sie bequem sitzen. Und suchen Sie sich irgendeinen Fokus für Ihre Augen. Nicht unbedingt mich, weil ich kann herumwandern und bringe das durcheinander. Ich weiß nicht, irgendetwas, was geradeaus ist. Ein Stück Wand, eine Lampe, irgendwas. Und rahmen Sie dieses Etwas ein mit Ihren Händen. Und zwar nicht zu eng, sondern so, dass beide Augen locker durchschauen können. Beide Augen, beide. Nicht zu eng, großzügig. Rahmen Sie es ein und lassen Sie den Blick ruhen auf dem Ort, den Sie gewählt haben. Und fangen Sie an, diesen Bilderrahmen zu erweitern, indem Sie die Hände langsam auseinanderführen. Und während Sie das tun, schließen Sie alles, was zwischen den Händen erscheint, in Ihre visuelle Aufmerksamkeit ein. Ganz bewusst. Das ganze immer größer werdende Panorama bis da hinten. Sie können in den Augenwinkeln mit den Fingern wedeln und schauen, wie weit das ist. Das sind ungefähr 210 Grad, also nicht 180, sondern deutlich nach hinten. Und bleiben Sie in dem Zustand. Das heißt, der Blick ruht geradeaus. Wenn das Panorama komplett ist, lassen Sie die Hände wieder sinken. Der Blick ruht, aber meine Aufmerksamkeit ist wie ganz wenig Butter auf ein großes Stück Brot verteilt bis in die Augenwinkel. Das heißt, wenn sich hier jemand bewegt oder dort jemand die Hand hebt, das ist alles in meiner Aufmerksamkeit und in Ihrer auch. Wenn Ihr Nachbar eine Bewegung macht oder drei Reihen weiter links jemand sich an die Nase fasst oder sowas. Sie sehen das, Sie brauchen den Blick nicht hinzubewegen. Sie lassen den Blick geparkt wie ein Auto, das man im Moment nicht braucht und arbeiten mit der Aufmerksamkeit. Arbeiten. Sie verteilen die Aufmerksamkeit auf das ganze Bild. Und das Gleiche machen Sie jetzt gleichzeitig mit dem Hören. Das heißt, das visuelle Panorama bleibt, aber Sie nehmen alle Geräusche genauso panoramisch wahr wie das visuelle. Das heißt, wenn ich spreche, wenn jemand hustet, wenn Sie atmen, die Atemgeräusche, was auch immer an Geräuschen kommt, hat in diesem Panorama Platz. Und wenn Sie mir gefolgt sind, müssten Sie jetzt in einem Zustand sein, wo der Blick ruht, aber Sie sehen alles, was zu sehen ist. Und Sie hören alles, was zu hören ist. Gleichzeitig und gleichgültig. Es gilt gleich, ob jemand hustet oder ob jemand sich bewegt. In dem Panorama hat alles Platz. Und der dritte Bereich fehlt noch. Alles, was zu spüren ist. Das heißt, so wie Sie sitzen, das Gefühl von Hintern auf dem Stuhl, Füße auf dem Boden, Haltung, Gleichgewicht, Geruch, Geschmack, Temperatur, viele körperliche Wahrnehmungen, die gleichzeitig mit dem Sehen und gleichzeitig mit dem panoramischen Hören auch panoramisch präsent sind. Und in der Mitte von diesem körperlichen Fühlen ein herrlicher Anker, der Atem. Das stete Ein- und Ausströmen von Luft, kühl herein, wärmer hinaus. Ein Rhythmus, der nie aufhört, solange wir leben, der immer da ist. Und wenn Ihnen das Bild hilft, spannen Sie einen Faden von dem Parkplatz Ihres Blicks in Ihre Atmung. Die zwei Pole. Und rundum bauen Sie die Panoramen auf. Sehen, hören, spüren. Und bleiben Sie in dem Zustand.
Ich werde Ihnen jetzt eine Frage stellen und Sie beobachten einfach, was passiert. Wie viel ist 214 weniger 37? Und wenn Sie beobachtet haben, was zu beobachten war, lassen Sie die Frage wieder verschwinden im Hintergrund. Falls Sie zum Denken, zum Rechnen eng gemacht haben, manche von Ihnen haben das sicher getan, machen Sie wieder auf. Sehen, hören, spüren. Wie viele Kilometer sind Sie gefahren, um hierher zu kommen? Und auch die Frage lassen Sie wieder verschwinden. Im Hintergrund. Und was typisch ist, die einen rechnen brav, sie sind gut konditioniert und springen auf so einen Trigger sofort an. An anderen perlt sowas wie 214 weniger 37 ab, wie eine Botschaft von einem fernen Planeten, die überhaupt nichts bedeutet. Aber was wir dabei feststellen, ist, zum Denken müssen wir eng werden. In diesem Zustand der Präsenz ist Denken sehr, sehr schwierig. Und ich würde sagen, auf Denken kommt es in dem Zustand auch gar nicht an. Auf der einen Seite ist Denken, hier ist Präsenz. Präsenz heißt nichts anderes, wie ich bin auf allen Kanälen offen, auf Empfang. Alles kommt an mich heran und ich habe noch nicht ausgewählt. Ich stecke mittendrin und bin Teil von dem, was ich erlebe. Und dann wählen wir etwas aus, womit wir uns jetzt befassen wollen, zum Beispiel diesen Stift so zu machen. Dazu muss ich enger machen. Ja? Aber während wir in dem Zustand sind, wissen Sie, was wir machen? Wir überfordern den Benenner. Denken funktioniert mit Worten. Worte sind Namen. Wenn ich sage Säule, Lautsprecher, Tisch, dann kann ich damit denken. Wenn ich aber nur gewahr bin, Säule, Lautsprecher, Tisch, Menschen, Fenster, noch eine Säule, der Benenner kommt nicht mehr mit. Und was tut er? Er schweigt und entzieht dadurch dem Denken jede Basis. Denken können wir nur in engen Räumen, wo der Benenner auch mitkommt, der mir dann sagt, Haus, weiße Wand, schön oder sowas. Wenn ich in die weiche Aufmerksamkeit gehe, ist der Benenner restlos überfordert und lässt mich in Ruhe. Es ist in diesem Zustand ausgesprochen unmöglich zu denken. Auch der innere Dialog, der automatisierte und zwanghafte, funktioniert nicht in diesem Zustand. Es gehört noch ein zweites dazu und das ist eine gewisse körperliche Entspannung, auf die komme ich nachher noch. Zuerst möchte ich aber gerne die Zeichnung vervollständigen. Ich zeichne ganz links einen Kreis mit vielen Pfeilen nach außen und nach innen. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja, dem Rest des Vortrags zu lauschen, in einem etwas weicheren Zustand als zu Beginn. Rechts ist die Konzentration, links die weiche Aufmerksamkeit. Und die weiche Aufmerksamkeit ist uns durch unsere kulturellen Prägungen verboten. Die Schule versieht, und nicht schlecht, ihre Aufgabe, uns in einer Leistungsgesellschaft zu Leistungsträgern zu erziehen. Das heißt, zu Menschen, die in diesem kulturellen Kontext Leistung erbringen können. Womit erbringen wir unsere stärksten Leistungen? Mit dem Kopf. Die werden auch am besten bezahlt. Das heißt, die Schule betont diesen Bereich und das hier ist eher verpönt. Ja? Schau nicht so blöd. Guasgschau heißt es in Bayern. Heißt es in Franken auch Guasgschau? Wie heißt es hier? Blitzgschau. Blitzgschau.
Ja, es ist nicht blöd. Es ist ungeheuer da. Und wer auf den Geschmack kommt, den lässt es nicht mehr los. Abends, wenn Sie finden, es ist Zeit zum Schlafen gehen, dann geht es nicht darum, die Wahrnehmung einzufahren, dicht zu machen. Es geht darum, sie wieder aufzumachen. Vielleicht haben Sie Fernsehen geschaut oder ein Gespräch gehabt oder irgendetwas oder was gelesen, was eng war. Zum Schlafen gehen machen Sie wieder auf. Alles, was zu sehen ist, alles, was zu hören ist, alles, was zu spüren ist. Putzen sich die Zähne, legen sich ins Bett, schließen die Augen. Das heißt, alles, was zu sehen ist, ist ziemlich dunkel. Wenig Reize. Alles, was zu hören ist, in der Nacht auch ziemlich dunkel. Bleibt noch, aber diesmal mit größerer Intensität als tagsüber, das körperliche Gewahrsein. Und da würde ich Ihnen empfehlen, erstmal sich so zurechtzuschütteln und zu legen und sorgfältig die Lage zu suchen, in der Sie am entspanntesten liegen können, ja, dass Sie kein... Ich glaube, ich muss die Geschichte erzählen. Irgendwann Mitte der 80er Jahre saß ich meditierend. Und es gab Gedanken, irgendwelche Gedanken, so wie Kumuluswolken, die gar nicht aufhören wollten. Und ich habe es nicht fertig gebracht, sie abzustellen. Hab stattdessen einen Blick in den Körper geworfen und dabei festgestellt, dass die Sehne zwischen meinem rechten Knie und der Leiste nicht angespannt war, aber gerade so, ja, gerade ein bisschen. Und dann habe ich mir überlegt, brauche ich das zum Sitzen, falle ich um, wenn ich die entspanne, und stellte fest, nein, okay, entspannen wir sie mal. Und aus dem Augenwinkel konnte ich beobachten, aus meinem inneren Augenwinkel, wie diese ganzen Gedankenkumuli in sich zusammenfielen und weg waren. Und zwar so weg, dass ich nicht einmal mehr wusste, worum sich's gedreht hatte, dieses Gedenke. Das hat mich wieder gewurmt. Ja, ich wollte wenigstens wissen, was da so wichtig gewesen war. Ich bekam es aber nicht mehr her. Dann habe ich weitergedacht, okay, wenn die Entspannung dieser Sehne, dieses Muskels etwas zu tun haben sollte mit dem gleichzeitigen Zusammenbrechen der Gedanken, dann würden die ja vielleicht wiederkommen, wenn ich es nochmal anspanne. Und dann habe ich das gemacht und siehe da, sie kamen wieder. Das hat mich als psychologischen Forscher wahnsinnig neugierig gemacht. Seither heißt dieser Muskel übrigens bei mir, das ist mein analytischer Denkmuskel. Und jedes Mal, wenn ich irgend so eine bestimmte Art von Denken praktiziere, ist er immer ein bisschen mit dabei. Mensch oder George scheint so zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Aber mich hat so neugierig gemacht. Ich habe damals an einem Zentrum gearbeitet, das einen Samadhi-Tank hatte, hieß das damals. Heute heißen sie Floater. Früher war es ein Lilly-Tank oder ein Isolationstank. Das heißt, so eine Kiste, lang genug, dass man sich hineinlegen kann, luftdicht, schalldicht. Also luftdicht, aber belüftet, schalldicht, temperiert und unten drin so viel einer gesättigten Salzwasserlake, auf die man sich legen konnte und die einen trug. Temperiert genau auf 37 Grad, dass man keinen Temperaturunterschied merkt, die Luft auch temperiert, also man schwebt quasi im Universum. Und meine Frage, mit der ich mich hineingelegt habe, ich habe den ganzen Nachmittag gebucht, war, ist es möglich, ohne jede Muskelanspannung zu denken? Und dann habe ich eine Entspannungsroutine gemacht. Heute heißt es progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Also ganz einfaches Verfahren, das ich von Herzen empfehlen kann. Wir haben das schon gemacht, bevor es Jacobsen hieß. Es ist egal, es stimmt einfach. Ja? Bei den Zehen anfangen, nochmal betätigen, anspannen, was auch immer sich gut anfühlt, und dann abschlaffen lassen. Ja, das Gleiche mit den Füßen, Beine, den ganzen Körper herauf, den Po, den Rücken. Eins nach dem anderen,
nochmal betätigen, nochmal anspannen, nochmal ein bisschen halten, die Spannung vielleicht, und dann loslassen. Bis, also auch in die Fingerspitzen hinunter, Schultern, Arme, Finger, Hände, dann den Nacken, die Gesichtszüge. Es ist, viele Menschen merken gar nicht, wie viel Spannung im Gesicht ist. Ich kann mich erinnern an eine Nacht in England, da konnte ich nicht einschlafen, und als ich dann merkte, was es war, merkte ich, ich hatte das Grinsen noch auf. Von einer Gesellschaft, einer, wo ich einen guten Eindruck machen wollte, und das Grinsen war im Bett noch da. Kann man nicht schlafen. Und im Samadhi-Tank, als ich mit einem Durchgang fertig war, habe ich einen zweiten gemacht und einen dritten und einen vierten. Das heißt, von Entspannung zu Entspannung zu Entspannung zu Entspannung zu Entspannung. Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht sehr aufpasse, schlafe ich ein. Okay, wie binde ich meinen Geist an was fest? Atemzüge zählen hat immer geholfen. Immer beim Ausatmen, eins, zwei, dann ist es so beschäftigt, dass er mir nicht abhaut. Nach 5 oder 6 weiteren Durchgängen war ich so weit, dass das Konzept 7 mir überhaupt nichts mehr bedeutete. Ich konnte es nicht mehr greifen. Ja, ich war sowas von schlaff und breit, dass 7 wirklich nichts mehr hieß. Ich konnte nicht mehr im Kopf zählen. Habe ich mich ein bisschen rausgeholt und einen neuen Beschluss gefasst. Okay, es wird jetzt nicht mehr im Kopf gezählt, es wird im Spüren gezählt. 1 hier hinein, 2 in den nächsten Finger, 3 in den nächsten, bei 10 in den Zeh. Und das ging noch eine ganze Weile. Nur ich habe festgestellt, ohne Muskelspannung fehlt dem Kopf der Saft. Wir können nicht denken ohne Muskelspannung. Das heißt, wenn Sie aus dem Denken aussteigen wollen, zweierlei, einmal die Wahrnehmung erweitern, den Benenner überfordern, so dem Denken die Inhalte entziehen, die Namen tragen, und zweitens den Körper so entspannen, dass dem Denken der Saft fehlt und es ganz von selber aufhört. Und ich kann allen wirklich von Herzen empfehlen, sich eine persönliche Entspannungsroutine zuzulegen. In dieser Zeit, wo Stress und Spannung einfach mit zum Leben gehört, wir können es nicht ändern, es ist einfach, es ist anders als in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren. Lieber Himmel, war das gemütlich damals. Da sollte jeder sowas haben, einfach als Überlebenstechnik. Und abends, wenn Sie merken, Sie können nicht einschlafen, zweierlei, die Wahrnehmung aufmachen und die Muskeln entspannen. Sehr einfach. Es wird viel gearbeitet mit der Vereinnehmbarkeit, mit der Vereinnahmung, mit unserer Vereinnahmung. Ein Versicherungsvertreter, der seine Versicherung losschlagen will, wie macht er das? Der versucht herauszufinden, worauf sein potenzieller Klient abfährt. Abfahren ist ein anderes Wort für Vereinnahmung. Wenn er an ein Haus kommt, wo 3 Sicherheitsschlösser an der Eingangstür sind, dann hat er gute Chancen, wenn er diesem Bewohner des Hauses seine Versicherung als die sicherste verkauft, weil er kann an den Schlössern sehen, der fährt auf Sicherheit ab. Ein paar Straßen weiter sieht es eher ärmlich aus, es steht ein 14 Jahre alter Mitsubishi vor der Tür und die Unterwäsche, die an der Leine hängt, verrät, dass es keinen Trockner gibt und dass die auch nicht mehr ganz neu ist. Dem braucht er mit Sicherheit nicht kommen, weil der Bewohner dieses Hauses kennt keine Sicherheit. Hat er vielleicht noch nie gekannt, aber Schnäppchen schon. Ja, dann avanciert diese Lebensversicherung zu dem Schnäppchen, dass man muss jetzt zugreifen, sonst ist die Gelegenheit vorbei. Da hat man dann eine Chance, diesen Menschen an den Haken zu kriegen. Ein paar Straßen weiter steht ein Lamborghini in der Einfahrt. Ja, dann wird die Versicherung exklusiv. Also kann ich nicht jedem anbieten, aber Sie werden das verstehen, Ihnen schon. Ja? Oder die weiche Wahrnehmung ist lebenswichtig. Mir ist Folgendes passiert.
Ich bin akquirieren gegangen. Einmal im Jahr raffe ich mich auf, rufe Personalchefs an und biete meine Dienste an. Immer, ich schaue halt, ist ein Kunde weggefallen, der hat gekriegt, was er braucht. Ich brauche vielleicht einen neuen oder zwei und dann mache ich mich auf den Weg. Und da kam ich zu einem großen bayerischen Automobilhersteller. Den Namen sage ich nicht, aber es ist ziemlich überall gleich. Und dem habe ich erklärt, was ich so mache. Und als ich fertig war mit meiner recht gut gelungenen Präsentation, sagte er, Herr Pennington, bei uns nicht. Sag ich, oh, das kam mir so klar und so schnell. Ich würde gern verstehen, was für Gedankengänge hinter dieser Klarheit stecken. Sag, das will ich Ihnen gern erklären und noch heute achte ich Ihnen für diese Offenheit. Wir haben ein System, mit dem wir die allerbesten High Potentials von den Universitäten und Hochschulen abfischen. Und wir kriegen sie. Das System funktioniert. Ja, wir kriegen nur die Besten. Und wenn die einmal im Haus sind, dann hängen wir ihnen an einem Stock, versteht sich, eine goldene Karotte vor die Nase. Und diese jungen Leute geben dann nicht 100% von dem, was sie haben, sondern 140. Es ist nicht vorgesehen, dass sie die Karotte erreichen. Ganz gelegentlich erreicht einer die Karotte. Das ist gut, das hält den Mythos aufrecht. Aber es ist nicht vorgesehen. 99% erreichen die Karotte niemals. Wir wissen, dass wir diese Leute mit 40, spätestens 45 austauschen müssen, weil dann sind sie ausgebrannt. Aber bis dahin wollen wir von ihnen volle Leistung. Und ich fürchte, Herr Pennington, wenn ich Sie an unser mittleres Management ranlasse, dann hören die auf, hinter der Karotte herzulaufen. Sagte ich, ich nehme das erstmal als Kompliment und danke Ihnen für Ihre Offenheit, vielleicht ein andermal oder anderswo. Überlebenswichtig, nicht abzufahren, nicht köderbar zu sein. Wenn jemand Ihr Knöpfchen drückt, auch mal sagen zu können, netter Versuch, aber ich bin heute früh aufgestanden, ohne die geringste Absicht, eine Lebensversicherung abzuschließen. Und so soll es auch bleiben. Und manche Versicherungsvertreter sind wert, dass man ihnen mit Sorgfalt zuhört. Und nicht nur Versicherungsvertreter, Verkäufer. Viele sind Stümper am Telefon, die sauer werden, wenn man nicht sofort anspringt. Aber manche sind Meister. Die spielen mit unserem Geist und führen ihn dahin, wo wir dann doch gern eine Kiste Wein aus dem Saint-Emilion-Gebiet bestellen würden. Wenn schon nicht für uns, weil wir keinen mögen, dann für die Leute, die wir zu Gast haben. Denen muss man doch was Anständiges anbieten. Die sind wirklich gut, ja. Das sind praktische Psychologen von der feinsten Sorte. Die wissen, was sie tun, ja. Und sie spielen mit unserem Abfahren. Zeit für eine kleine Pause. Ihre Aufgabe ist es jetzt, innerhalb der nächsten 3-4 Minuten Ihr Denken abzuschalten, einfach aus dem Denken auszusteigen. Das, was Sie vorher gemacht haben, in eigener Regie nochmal zu machen. Probieren Sie es. Ich gehe nochmal kurz die Schritte durch, der Blick ruht irgendwo. Die Aufmerksamkeit füllt das Gesichtsfeld, füllt das Gehör mit was auch immer da ist. Nichts entgeht Ihnen im Sehen und Hören. Und das Spüren ist die andere Seite mit dem Atem in der Mitte und diesen vielen kleinen Spürbarkeiten. Und Sie können jetzt auch in den Körper speziell spüren in Richtung Spannung. Wo ist noch was angespannt? Sind die Schultern vielleicht einen Millimeter höher als nötig? Oder der Kopf höher als nötig? Der Kiefer vielleicht angespannt? Die Stirn gerunzelt? Der Bauch ein bisschen gehalten? Was auch immer. Lassen Sie es los. Alles, was Sie nicht zum Sitzen brauchen. Es darf einem wohl sein dabei. Die weiche Wahrnehmung hat überhaupt nichts Starres, nichts Gemachtes.
ganz entspannt, so wie ich mich fühle und bin, sitze ich inmitten von alledem. Aber niemand, der das sagt. Nur als Zustand. Ich glaube, man darf es nicht als spirituelle Übung begreifen oder als etwas, was man tut in der Hoffnung auf irgendwas, sondern es ist ein Eintauchen ins Jetzt. Ich hier, jetzt. Und im Moment, wo ich eintauche, ist hier und jetzt und ich verschwunden und ja, und was? Gar nichts. Ein herrlicher Zustand. Wir können jederzeit unterbrechen, um irgendwas Kluges oder Nützliches zu tun. Aber solange er dauert, darf man ihn genießen, auch wenn niemand da ist, der ihn genießen kann. Wir genießen ihn rückblickend vielleicht. Es ist ein Sein. Schauen wir uns diese Sache hier an. Konzentration dient der Leistung. Und die Gefahr dabei ist der Stress. Auf der anderen Seite keine solche Leistung. Und ich lege Wert darauf, keine solche zu schreiben, weil es doch Leistungen gibt, die man nur in diesem Zustand erbringen kann. Ein Samurai auf dem Schlachtfeld, wenn der eine enge Wahrnehmung hat, ist er ein toter Samurai. Beim Autofahren, wenn ihre Wahrnehmung zu eng wird, wird es gefährlich. Es gibt Sachen, die sind nur hier möglich. Sex. Mir wird erzählt, es gibt Menschen, die sprechen beim Sex die ganze Zeit. Ich wüsste nicht, wie das geht. Sprechen ist hier drüben, Sex ist ganz, ganz links. Ja? Sex ist verschmelzen. Das geht nicht mit Sprechen. In dem Film Casablanca, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen, Ingrid Bergman verabschiedet sich von ihrem geliebten Rick, liegt in seinen Armen auf dem Flughafen von Casablanca und man möchte meinen, sie schmilzt dahin. Was tut sie? Sie schaut von einem Auge zum anderen. Das ist ganz rechts. Dahinschmelzen ist links. Falsche Regieanweisung. Dahinschmelzen, da wird die Wahrnehmung ganz weich und das Spüren wird ganz breit. Und, oh, das geht nicht mit hin und her schauen. Also die meisten Menschen haben kein Gespür für dieses Spektrum der Wahrnehmungsmodi. Und sie suchen sich auch nicht aus, wo sie sich aufhalten. Manchmal ist es besser, in einem weichen Modus zu sein. Manchmal ist es besser oder wichtig, in einem konzentrierten, fokussierten Denkmodus zu sein. Als ich 26 war, begann ich langsam aus dem zwanghaften Denken auszusteigen. Das heißt, es widerfuhr mir immer wieder, dass mein Dialog aufhörte. Dank eines sehr, sehr guten Lehrers, den ich in London hatte. Und ich war verzweifelt. Ich dachte, mir kommt meine Intelligenz abhanden. Ja, wirklich, ich habe mich so damit identifiziert. Ich habe bis dahin pausenlos gedacht. Pausenlos im Tunnel, im Wahrnehmungstunnel mein Leben verbracht. Wie viele, viele Menschen, ich habe das mit Erschrecken festgestellt, wie viele Menschen das um mich herum tatsächlich noch tun. Irgendwie habe ich gedacht, alle anderen waren auf dem richtigen Dampfer und nur ich habe ihn verpasst. Nein. Da gab mir zum Beispiel, dieser Lehrer gab mir eine Aufgabe, er sagte, du gehst doch jetzt nach Hause, von Highgate nach Hampstead, über den Hampstead Heath. Ich habe eine Übung für dich. Sag ich, ja, was? Sagt er, zähl deine Atemzüge. Zähl 1 bis 10 und bei 11 wieder 1, also statt 11, 1 bis 10 und statt 11 wieder 1, sage ich, ja, und was soll das? Sagt er, na, mach mal. Ich fand es ziemlich kindisch, habe mich aber darauf eingelassen. Doch, ernsthaft, er wird irgendwas meinen damit.
war nicht die Art Mensch, der dumme Vorschläge macht. Und dann fing ich an zu zählen, als ich den Hampstead Heath betrat. Ich glaube, bei 124 wurde mir klar, dass irgendwas nicht so ganz lief, wie es sollte. Ich fing wieder bei 1 an, dann waren es 64, dann waren es 24, dann waren es 98. Auf dem ganzen Weg, der dauerte 20 Minuten, habe ich dreimal bei 11 die Kurve gekriegt. Ich habe ihn verzweifelt angerufen. Ich habe gesagt, du, ich kann nicht einmal bis 10 zählen und bei der Sache bleiben. Was soll ich machen? Sagt er, noch fängst du bei 1 wieder an. In Indien wird unser Geist, unser ach so toller denkender Geist, gelegentlich oder traditionell als der wilde Affe bezeichnet. Und einen wilden Affen an die Leine zu legen, ist äußerst schwierig. Diese kleine Übung, 1 bis 10 und 1 bis 10, das war, wo ich das erste Mal verstanden habe, worum es ging. Nur die weiche Aufmerksamkeit ist der einfachere Weg. Ganz einfach aus dem Fokus auszusteigen, die Wahrnehmung zu erweitern, den Benenner zu überfordern. Der kann dann nicht mehr. Können Sie, während Sie mir zuhören, auf Ihre Atmung achten? Das ist eine wunderbare kleine Übung. Dürfte niemanden überfordern, dass Sie mir einfach zuschauen und zuhören und gleichzeitig als Drittes mit sich die ganz feste Vereinbarung eingehen. Die Atmung lasse ich nicht los. Nur zuschauen. Sie können auch der Atmung Namen geben, wie 1, 2, 3, muss aber nicht sein. Das ist eine wunderbare Übung. Ich war mal in Genf auf einer Konferenz für Psychologen. Und wie das so ist bei Psychologenkonferenzen, am Nachmittag konnte man sich aussuchen, will man dem lauschen hier, der spricht über diese Therapie, der spricht über jenes Verfahren, der ein Dritter spricht über was anderes, waren vielleicht 12 verschiedene Angebote. Und ich habe geschwankt zwischen einem Amerikaner, der sehr spannend sich anhörte in der Ankündigung, und einem Dreierteam aus England, die über provokative Therapie sprechen wollten. Und da provokative Therapie etwas war, was ich auch praktiziert habe zu dem Zeitpunkt, habe ich mich dann für die provokative Therapie entschieden. Sind Sie noch bei der Atmung? Ja, das geht nur um die Atmung, nicht um provokative Therapie. Und habe mich da mitten reingesetzt und dann wurde der Raum voller und voller und voller. In den Gängen standen noch Menschen. Und dann fingen die drei zu sprechen an und ich merkte, oje, das ist ein Einführungskurs. Ich hatte gehofft, dass sie irgendwie mir was Neues bringen. Ich bin ja damit vertraut. Und ich fing an, mich zu langweilen, mich zu ärgern, mir zu überlegen, wie komme ich hier wieder raus? Nebenan ist der Amerikaner. Und dann habe ich gedacht, nee, so geht das nicht. George, du wirst jetzt eine Art und Weise finden, wie dieser Vortrag das Spannendste wird, was du erleben kannst heute Nachmittag. Das ist mir gelungen. Ich habe angefangen mitzuzählen, wie oft die drei Vortragenden, die abwechselnd sprachen, den Buchstaben L verwendeten. 5, 27, 28, 19, 29, 6, 7, 30. Gott, war das spannend. Dem Geist zuzuschauen, wie er, je mehr er sich anstrengt, umso weniger zurechtkommt und wenn er sich hineinfallen lässt, das Ganze tanzen kann. Sind Sie noch bei der Atmung? Ja. Auch bei der Meditation mit den Tafeln von Chartres, die also ein Hammer von einer Meditation ist. Manche sagen, es ist eine Turbo-Meditation, weil man landet damit sofort in der Wahrnehmung der Wahrnehmung. In der Meditation mit den Tafeln von Chartres gibt's diese, das ruhiger werden wollen. Man sieht an den Schatten, die man
also ein Schatten in dem Bild, dass man sieht, dass der Schatten unruhig ist, dass die Augen sich bewegen. Wenn man normal schaut, sieht man es nicht, aber an diesen Schatten sieht man es überdeutlich. Und dann ist das Nächste, was ich mir überlegt habe, jetzt wäre es doch gut, so ruhig zu werden, dass diese Schatten aufhören zu zappeln, meine Augen ruhig werden zu lassen. Und je mehr ich wollte, desto weniger ging's. Ja, je mehr ich ruhig werden wollte, desto weniger ging's. Habe ich mich befasst mit, was ist Wollen? Es gibt ein Wollen, das ist so. Ja, da will ich. Und es gibt ein Wollen, das ist so. Das hat eine gewisse Chance zu gelingen. Und wenn man anfängt, sich mit dem Geist aufmerksam zu befassen, ausgehend von der weichen Wahrnehmung und den Gedanken, die sich daran knüpfen, ja, man stellt sich ja auch Fragen, dann wird's echt spannend. Und es stellt sich die Frage von, was ist Wirklichkeit? Hier, wir haben hier keine solche Leistung, aber Gelassenheit in dieser Präsenz. Das heißt, das ist Tun. Tun. Das ist Sein. Wie Sie wahrscheinlich schon gespürt haben in den zwei Malen, wo wir diesen Zustand aufgesucht haben. Descartes, einer unserer großen Denker, sagt cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Falsch. Ich denke, also tue ich. Ich höre auf zu denken und dann fange ich erst an zu sein. Und dieses Sein hat, seit ich mit den Tafeln angefangen habe, neben allem, was ich tue in meinem Leben, jetzt wollte ich so ein Wort wie Wichtigkeit verwenden, stimmt aber nicht. Es ist irgendwie der Grund, auf dem ich stehe. Der ist nicht wichtig, der ist einfach. Ja, ich glaube nicht, dass ich darauf verzichten könnte. Inzwischen. Sind Sie noch bei der Atmung? Manche ja, manche nein. Das macht nichts. Es geht nicht darum, dass Sie es richtig machen, dass Sie jetzt noch brav bei der Atmung sind. Was ich gerne hätte, was Sie erleben sollen, ist die Flüchtigkeit des wilden Affen. Ich liefere Ihnen hier Stoff zum Denken, Bilder machen oder was weiß ich. Ich schwätze vor mich hin und Sie springen auf das an und weg ist die Atmung. Und dann finden Sie sie wieder und dann ist sie wieder weg und dann finden Sie sie wieder. Diese Flüchtigkeit, bitte machen Sie sich vertraut mit dieser Flüchtigkeit und entwickeln Sie ein Gespür dafür, wann es gefährlich wird. Versicherungsvertreter oder andere Situationen, in denen das Abfahren teuer werden kann. Oder gefährlich. Und in den Situationen raus. Ich weiß keine andere Landkarte, die einfacher beschreiben würde, worum es in der Wahrnehmung ankommt. Wenn Sie wollen, rechts ist das Yang der Wahrnehmung und links das Yin. Und die zwei gehören einfach zusammen. Nicht die weiche Wahrnehmung ist besser als das Denken. Quatsch! Wir brauchen beides. Beides gehört zu unserer Ausstattung. Aber es sollte in Balance sein, das Yang und das Yin. Und viele Menschen beklagen, dass unsere Gesellschaft so männerdominiert ist. Ist es ein Zufall? Auch unsere Wahrnehmung ist Yang-dominiert. Unser Leben ist vom Tun dominiert. Wie wäre es mit dem Sein? Das zu pflegen. Jetzt im Büro, in der täglichen Arbeit, wie sieht es in der Praxis aus? Ich muss mich 1,5 Stunden jetzt dieser Sache widmen. Und ich arbeite, ich gehe in den Denkspace, der dafür geeignet ist. Ich arbeite und dann ist das Ding fertig. Ich muss es meinem Kollegen da vorne bringen. Sitze im Büro. Glauben Sie, ich spüre mich aufstehen? Glauben Sie, ich spüre mich, wie ich das Gewicht verlagere, um einen Schritt zu tun? Glauben Sie, ich spüre mich atmen? Nein. Ich bringe sie ihm und bin in Gedanken schon wieder bei meinem Nächsten. Oder ich bringe sie ihm und bin besorgt, was wird er sagen? In beiden Fällen bin ich nicht da.
bin nur Funktion. Und ich habe mir in der Früh eine Flasche Wasser auf den Tisch gestellt, in der festen Absicht, sie zu trinken. Aber ich habe mich nicht durstig gefühlt, weil ich mich gar nicht gefühlt habe. Und um 5 steht sie immer noch da. Das heißt, in der Praxis sind es die Zwischenräume, die wir nutzen müssen. Ich bringe eine Akte in ein anderes Büro. In der Zeit darf ich zu mir kommen, darf mich spüren, darf atmen, darf das Licht und den Schatten, die Farben sehen, darf vielleicht sogar den Kollegen wahrnehmen, nicht nur als Funktionsträger. Hallo Sepp, da hast du das Ding. Wenn wir darauf achten, ist schon viel gewonnen. Wozu das Ganze? Ich denke, ein erfülltes Leben ohne die linke Seite dieser Landkarte geht nicht. Es braucht beides, es braucht die Balance zwischen beiden. Und jeder von uns hat vielleicht eine andere Balance, eine andere Vorliebe, eine andere Eigenart. Aber eine Balance muss es sein. Und vielleicht finden wir, wenn wir diese Balance finden, auch zu einem Leben, auf das wir, wenn wir auf unserem letzten Lager sind, zurückblicken können mit einem Lächeln. Ich wüsste nicht, was sonst in der Welt wichtig ist. Was wir gewesen sind oder gehabt haben oder reich oder ich weiß nicht, was alles gewesen sein kann, spielt angesichts dieses Lächelns keine Rolle. Und ich denke, also für mich ist es so, ich möchte gerne mein Leben so führen, dass ich lächelnd zurückschauen kann. Und da ist viel Mist gelaufen. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe, weiß Gott, Sachen verbockt. Und am Ende muss das Lächeln stimmen. Nur hier, nur im Denken wird das nicht gelingen. Ich habe einen Test für Sie, den ich Sie bitte, zu Hause zu machen. Wenn Sie mal wieder im inneren Dialog sind, nehmen Sie sich 4, 5 Zettel A4 Papier und schreiben Sie mit, was Sie denken. Sie müssen schnell schreiben, Kürzel verwenden vielleicht, aber schreiben Sie alles mit, was Sie denken, was sich da so denkt. Und wenn die 5 Minuten um sind, nehmen Sie einen farbigen Textmarker und markieren Sie alles, was an diesem Denken wichtig war. Also wichtig für die Lebensgestaltung, Organisation, Philosophie, in irgendeiner Weise wichtig. Und wenn Sie auf mehr als 15% kommen, sind Sie die große Ausnahme. 85%, also ich habe diesen Test mit Gruppen viel gemacht. Ja. Der Schnitt ist 85% Schrott. Und wenn wir diese 85% unnützes Tun im Kopf ersetzen können durch Sein, ich denke, dann ist einiges gewonnen, wenn man von Gewinn sprechen kann. Würden Sie das tun zu Hause? Ja? Weil es wird nicht reichen, dass Sie sich anhören, was ich zu sagen habe, sondern Sie müssen üben, Sie müssen selber ausprobieren, Sie müssen Ihre Vorliebe entdecken und Ihre Balance und Ihre Technik, die Weichheit der Wahrnehmung herzustellen. Die Wirkung werden Sie erkennen, das Denken hört auf und Sie tauchen ins Sein. Nur es lohnt sich auch, sich Gedanken darüber zu machen und auch das Denken selber zu analysieren. Inwieweit ist es nützlich? Die Frage ist zum Beispiel wichtig, kann ich auf die Zwanghaftigkeit des Denkens verzichten, indem ich öfter da hinübergehe, kommen mir dann die 15% nicht auch abhanden? Das ist eine wichtige Frage. Ich meine, das wäre ein Grund, dieses Risiko nicht einzugehen. Meine Erfahrung ist, nein, die bleiben, die melden sich aus dem Unbewussten. Hey, das musst du bedenken. Und den Rest der Zeit können wir uns erlauben, das zu sein, was an der Schule als ziemlich blöd bezeichnet worden wäre. Nichts im Kopf, aber im
Ja, da hören meine Worte auf.